Ja, Joinox, vorher wurde erwartet, dass es ein hartes Stück Arbeit war. Ich glaube, das trifft nach diesem Spiel zu, oder? Definitiv. Wir haben auch unsere Tormöglichkeiten gehabt. Schück hat auch. Unterschied ist, dass wir halt unsere reingemacht haben. Und also ich muss ehrlich sagen, also ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir sind hier hingefahren gegen eine sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr gute Ergebnisse in den letzten Wochen erzielt. Und wir sind sehr zufrieden mit den 3 Punkten. Und ein Sieggarant war mal wieder Marvin Schwäbe, oder? Ja klar. Erster Ball, was er hält, ein Kopfball. Sind wir der Meinung, dass wir vielleicht halt eher rauskommen müsste, um halt die Flanke abzupflücken. Aber bleibt drinnen und dann hat den Ball gehalten. Super. Beim zweiten, wo es abgefälscht wird, Freischuss reingeschlagen und wir verlängern selber den Ball. Steht alleine vor ihm, der wird abgeschossen, aber der steht da im richtigen Moment. Der ist immer da, wenn wir ihn brauchen und bin sehr stolz auf ihn, aber auch auf die gesamte Mannschaft. Also so wie sie gekämpft haben, so wie sie sich reingekämpft haben im Spiel. Wir haben sehr viele angeschlagene Spieler gehabt und so wie die halt einfach dastehen und Verantwortung übernehmen, das ist halt schon sehr, sehr stark. Halil Safon hatte ja einen ganz schweren Stand gegen Timo Baumgartl, ist halt ein Bundesliga-Verteidiger. Im entscheidenden Moment ist er dann aber da. Genau, der hat für die Mannschaft gearbeitet. Also manchmal unterschätzt man Halli, der arbeitet so viel für die Mannschaft. Ein Stürmer wird immer an seinen Toren gemessen. Und der hat jetzt 9 Stück, das ist schon sehr gut. Wir hoffen, dass er halt weiterhin trifft. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man weiterhin so für die Mannschaft sich einsetzt und arbeitet, dann ist er ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Wir haben noch gesehen, kurz vor der Pause kam Tobias Willers zur Bank und hielt sich auch den Oberschenkel. Kamer Krasniqi hat sich ein bisschen mehr warm gemacht, aber er hat 90 Minuten gespielt. Ja, es war wichtig, dass Tobi ja, die Zähne zusammengebissen hatte und die zweite Halbzeit durchgespielt hatte. Der hat gemerkt, im hinteren Oberschenkel, dass er ein Ziehen hatte. Wir haben gehofft, wir haben es halt untersucht in der Halbzeit. Oder Günther Schröder hat es untersucht in der Halbzeit und hat gesagt, okay, es geht. Aber sobald das Signal kommt, weil es uns zu so wichtig ist, Kapitän ja, in den nächsten Wochen zu verlieren. Und deswegen haben wir gesagt, ich habe kein Problem damit, Kamer in der Halbzeit einzuwechseln. Wir müssen einfach Bescheid sagen. Und Gott sei Dank hat es durchgehalten. Wie willkommen ist die Pause jetzt? Ja, wir haben angeschlagene Spieler, Spiele, die halt aus dem letzten Spiel auch noch angeschlagen sind. Also von daher, die Pause für uns ist gut. Und wir versuchen halt, die Mannschaft genug Pause zu geben, sodass wir halt die restlichen 7 Spiele bzw. 8 Spiele mit dem Pokalspiel ja, positiv bestreiten können. Dankeschön. Bitte.